Nachmittag hier aus dem AskÖ-Stadion. Wir vom ESK haben uns vorgenommen, unseren Service etwas zu erweitern und werden nach dem Spiel, das in Kürze stattfinden wird, zwischen unserer KM und SV Birka ein paar Worte von unseren Trainer an unser Publikum bzw. unsere Fans richten zu lassen. Bis dorthin, viel Spaß mit der Aufzeichnung, die in Kürze startet, und bis später. Ciao. Viel zu weit oben standen. Ich kann den Anfang dieser Völker. Guter Ball, gehen wir muss. Das ist ja faul. Nee, das ist schon. Warum lässt du sie nicht vor in ersten Spiel? Ich bin auch abschießt damit. Rotersberger. Nicht so aus, heißt der. Ich habe mich aber eh reingeschrieben. Ja, das siehst du, das sind eine Aufregung, wo sie gemacht haben. Der ist so hochverteilt. Gut, der ist so hochverteilt. Ja, aber das ist ja nicht ausgegangen. Ich bin voll. Der ist verletzt. Echt? Der ist verletzt. Hey! Hey!
Ja, ganz klar. Also, und das kann rückt, das ist. Entschuldigung. Ja, aber du musst reklamieren, sonst pfeifst du die schlechten Schiri. Ja, das ist wirklich, weil da kann man was sagen, was du weiterspielst. Das gleiche, wie das immer klein ist. Ja, das ist drauf. Bei jedem Fall musst du erst mal lernen. Das ist falsch. Das ist falsch. Ja.55. Spielminute. Führung für den ESK. 2:1. Torschütze wiederum Wolfgang Wieser mit einem Rücken an 9. Das war ein fünfter Treffer. Die zwei geht's? Ja. Die zwei geht's. Okay. Das ist richtig cool.
zurückgelassen. Mein Oberschenkel hat was dagegen. Ja. Ah, bitte, ja. Was die? Ich habe ihn zu viel für die erste Frage. Ja. Okay. 0:1 in der 16. Minute durch Nikolaus Lottersberger für Kirchner. Dann die SK-Klaus jetzt zweimal mit Wolfgang Weser, einmal in der 22., einmal in der 55. Minute, dann in der 73. Minute Moser bei Rosenthal. Das Spiel beginnt 14 Uhr gegen SV Lustigstadt. Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen noch liebe Freunde, das Spiel ist zu Ende. Unsere Mannschaft gewinnt mit 4:1 und als ersten Gast begrüße ich heute unseren Trainer, der Markus. Vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Unser Verwalter zu uns geht. Ja, also es ist ganz schwierig, so kurz danach, aber ich muss ehrlich einmal so ein erfolgreiches Komponente der Mannschaft. Wenn ich die Verletztenliste anschaue, gesperrt auf ein Spieler, wenn ich hier zu Hause nehme, kurz vor der Halbzeit, dass ich hoffentlich nicht schwerer verletzt. Muss man schauen, aber ich muss ehrlich sagen, es war eine sensationelle Leistung. Wenn man denkt, das Gegentor ist irgendwie ein Fehler, sonst laufen wir vielleicht mit einer Chance rein. Unglaublich, also die Fehlerbilder, die Worte, muss ich ehrlich sagen. Es war sehr, sehr gut. War Leidenschaft, Feinkontrolle, das, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen. Die erste Halbzeit war ein bisschen ausgeschlossen, aber in der zweiten Tag hat man schon gemerkt, gell? Ja, also wir haben uns in der Halbzeit empfohlen, dass wir auflegen müssen. Wie sie es dann umgesetzt haben, ja, das ist ein